Hallo ihr Lieben, ich habe euch wieder ein Buch mitgebracht und das ist Frei wie die Vögel von Ann-Helena Schlüter aus dem SCM, Hensler Verlag, das ist die Stiftung Christlicher Medien. Und das erzählt von vier Geistlichen aus Lübeck, die hingerichtet worden sind aufgrund ihres Vetos bzw. ihres Widerstands gegen Hitler und des Naziregimes. Da lese ich euch gerade mal den Klappentext vor. Ich gehe heim und weiß zu wem. Vier Geistliche aus Lübeck, evangelisch und katholisch, werden im Jahr 1943 am 10. November um 18 Uhr ermordet. Sie hatten öffentlich Stellung bezogen gegen das Verbrechen des Naziregimes. Mit faszinierender Leidenschaft verwebt Ann-Helena Schlüter die vier Biografien erzählerisch miteinander. Sie erzählt von mutigen Männern und Frauen, von ihren letzten Jahren und Tagen, Stunden und Minuten. Ein Roman voller tiefer Emotionen, eine Geschichte voller Hoffnung und dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Schön ist in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen, aber mich hat es tief gefesselt und man erfährt wirklich aus jeder Sicht von den vier Pfarrern bzw. Priestern, von den vier Geistlichen. Das ist im Hintergrund, was ihr da hört, ist unsere Katze. Die Perspektive, wie jeder Geistliche hat den Widerstand anders geleistet, beziehungsweise hat mit Hilfe von Unterstützung. Unsere Katze will auch ins Bild. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen raus. Hat auf andere Weise Widerstand geleistet und es ist wirklich, es ist einerseits grausam und erschreckend und immer wieder ein schwieriges oder beziehungsweise, ja, es ist ein tiefgreifendes, erschütterndes, aber auch Hoffnung gebendes Buch, weil die vier Geistlichen wirklich auch in schwierigen Zeiten ihren Glauben gelebt haben. Die haben gesagt, nein, das ist falsch, was Hitler macht, und die haben wirklich alles gegeben, um im Rahmen der damaligen Zeit ihren Glauben durchzusetzen. Und dann wird natürlich auch, wo die dann hingerichtet wurden, werden dann die Gedanken, und man bekommt wirklich Einblick in die Gedanken und Gefühlswelt von den vier Geistlichen, und das ist wirklich sehr erdrückend. Das, was ihr hier übrigens seht, ist mein Skript. Das habe ich mir zur Sicherheit hier hingelegt. Es ist wirklich es hat mich tief mitgenommen und tief ergriffen. Es ist auch, man bekommt wirklich einen guten Einblick, auch was sie so gedacht haben, was sie gefühlt haben. Und trotzdem Hoffnung geben. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Auch das Cover finde ich schon toll, Frei wie die Vögel. Damals waren die Leute ja auch nicht wirklich frei wie die Vögel, aber die vier Geistlichen, die haben sich nicht unterdrücken lassen und haben sich nicht entmutigen lassen, sozusagen, da für ihre Sache einzustehen und trotz dessen frei zu erzählen, was sie für eine Meinung haben. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Eine fesselnde, berührende, bewegende und tiefgreifende Erzählung über vier mutige Männer, die mich tief betroffen hat, die nachdenklich macht, die aber auch Hoffnung gibt, wie schon gesagt. Und ich finde, es ist immer wieder wichtig, sowas zu lesen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, um das Vergessen zu verhindern, und um, ja, und man hat wirklich sehr viel Einblick in die Hintergründe, Beweggründe und Kulissen der damaligen Zeit, und es ist sehr eindrücklich, bewegend und emotional geschrieben, aber auch analytisch genau. Und ja, die vier Geistliche, die Hoffnung geben, trotz dessen es so eine schwierige Situation war. Ja, die haben einfach an ihrem Glauben festgehalten. Für mich ist es ganz klar ein 5-Sterne-Buch. Ja, also eine wirkliche Buchempfehlung. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag und ein schönes Restwochenende.